Der Server von R, die Programmiersprache der modernen Statistik, steht an der WU. Aktuell gibt es rund 15.000 Erweiterungspakete für R. Mit einem der neuesten optimieren wir eine der wichtigsten geldpolitischen Maßnahmen im Eurosystem. Mein Name ist Kurt Hornig und ich bin Professor am Institut for Statistics and Mathematics der WU Wien und Mitentwickler von R. In einem wesentlichen Teil meiner Forschung beschäftige ich mich mit der statistischen Modellierung von Präferenzen, die auf einer Ordinalskala gemessen werden. Der Einfachheit halber denke man an die Ratings, die man auf Plattformen wie TripAdvisor für Objekte wie Hotels oder Restaurants bekommt. Wir bewerten, ob wir ein Hotel schön oder weniger attraktiv, gut oder schlecht finden. Solche Bewertungen gibt es auch im Bankenwesen. Aber wie wir wissen, liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Wie kann man jetzt verstehen, warum wer was besser findet und aus individuellen Präferenzen die zugrunde liegenden wahren Schönheiten finden? Für große Banken ist es wichtig, die Kreditwürdigkeit von Firmen gut modellieren zu können. Dafür kann man einerseits die vorhandenen Informationen über Ausfälle, wo Schuldner ihre Kreditverpflichtungen nicht mehr vollständig nachkommen konnten, einsetzen. Andererseits sind typischerweise für manche Firmen auch schon Ratings verfügbar. Zum Beispiel von den drei großen Ratingagenturen, die Ordinalskalen mit Stufen wie AAA oder Single B verwenden. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob man durch Kombination dieser Informationen noch bessere Modelle für die Kreditwürdigkeit bauen kann. Wie kann man die vorhandenen Ratings zu einem Konsensus-Rating der Objekte zusammenführen? Die große Herausforderung bei der Modellierung ist es, die Modelle an vorhandene Daten zu kalibrieren, sodass die Parameter der Modelle möglichst gut zu den Daten passen. Wir haben herausgefunden, dass dies mit Hilfe der sogenannten Composite Likelihood Methode sehr gut möglich ist. Das ist ein Trick, bei dem man sich nicht die komplette Wahrscheinlichkeit zusammenhängender Beobachtungen anschaut, sondern nur die von Teilmengen davon. In unserem Fall reicht es, einzelne Beobachtungen und Paare davon zu verwenden. So konnten wir eine sehr flexible Modellklasse konzipieren. Herausgekommen ist eine mit R programmierte Open-Source-Software, mit der man diese Modelle sehr effizient kalibrieren und verwenden kann. Diese Software ist also frei verfügbar, sodass jeder unsere Forschungsergebnisse für sich nützen kann. Die Umsetzung unserer Ideen in qualitativ hochwertige und frei verfügbare Software ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Forschung. Unsere Ergebnisse zeigen, dass es mit unseren Methoden möglich ist, noch bessere Modelle für die Kreditwürdigkeit von Firmen zu bauen. Eine Variante unserer Modelle, die wir gemeinsam mit Kollegen von der Österreichischen Nationalbank entwickelt haben, liefert seit Jahren die Grundlage für eine der zentralen geldpolitischen Maßnahmen im Eurosystem, nämlich den Banken frisches Kapital zur Verfügung zu stellen, wobei hinreichend hochwertige Kredite der Banken und Firmen als Sicherheit dienen. Diese Maßnahmen bilden eines der größten Kreditportfolien auf der Welt, für dessen erfolgreiches Management unsere Methoden einen ganz wesentlichen Beitrag liefern.